Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank. Es ist wieder Wochenende und damit auch wieder Zeit für unseren Wochenrückblick. In der nächsten Stunde sehen Sie nochmal alles, was in der vergangenen Woche wichtig war. Fünfzehn Jahre lang wurden Allgäuer Talente aus den Bereichen Medien und Kultur gefördert. Und zwar von Dr. Franz Josef Dazert. Die von ihm und seiner Frau gegründete und nach ihm benannte Dr. Dazert Stiftung zeichnet seit 2002 Allgäuer Kulturschaffende und Medienmenschen aus. Das ist seit letztem Sonntag Vergangenheit. In einem Festakt im Kloster Otto Beuren wurde das Stiftungsvermögen einem neuen Zweck zugeführt. Kultur und Medien in der Region. Das war und ist Franz Josef Dazerts Steckenpferd. Nach seinem Ausscheiden als langjähriger Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlages widmete sich Franz Josef Dazert gemeinsam mit seiner Frau ganz der Dr. Dazert Stiftung. Irgendwann ist Schluss. Dann sind die Jungen dran, sagt Dazert in seiner letzten Rede als Stiftungsvorstand. Wirken, planen und die Zukunft gestalten sollen jetzt andere. Wir sind 92 und 93 Jahre, worauf warten wir noch? Die reine physische Situation zeigt, dass es Schluss ist. Es geht nicht mehr. Das ist einfach die Chance, auch, dass auch in Zukunft man mit diesem Vermögen Freude haben kann. Freude haben wird in den kommenden Jahren das Klostermuseum der Abtei Otto Beuren. Denn das Stiftungsvermögen der Dr. Dazert Stiftung wird satzungsgemäß der Vereinigung der Freunde der Benediktinerabtei Otto Beuren übergeben. Das älteste Klostermuseum in der Region soll in den kommenden Jahren auch für Kinder und Jugendliche attraktiv werden. Ein neues pädagogisches Konzept soll dazu beitragen. Markus Brehm ist Vorsitzender der Freunde der Benediktinerabtei. Er freut sich über die Mittel der Dr. Dazert Stiftung. Die Mittel der Dr. Dazert Stiftung werden wir dafür verwenden, für Kinder und Jugendliche ein altersgerechtes pädagogisches Konzept zu machen, dass Kindergartengruppen, dass Schulklassen das Museum künftig besuchen und das ihrem Alter gerecht aufbereitet wird mit neuen Medien, mit praktischen Teilen, wie beispielsweise einer alten Schreibstube, in der sie mit Federkiel und Tusche noch alte Papiere beschreiben können. Junge Menschen in alten Mauern, das ist auch ganz im Sinne von Abt Johannes Schaber. Mit dem neuen Museumskonzept hofft er, viele Kinder und Jugendliche aus Otto Beuren, aber nicht nur aus Otto Beuren, zu erreichen und das Museum insgesamt attraktiv und zukunftssicher gestalten zu können. Der Bayerische Staat hat ja viele Räumlichkeiten dort oben renoviert und jetzt sieht man erst wieder, wie wunderbar die Räume sind. Und die stehen voll mit Kunstwerken, die auch sehr schön sind. Aber das Anliegen ist ja, dass die Räume zur Geltung kommen, dass die Kunstwerke entsprechend präsentiert werden und dass natürlich dann auch das Ganze, ich will mal sagen, mit der eigenen Kinderlinie dann auch auf dem modernsten Standard heute präsentiert wird und das entsprechende, die Neugierde und das entsprechende Interesse findet. Ein letztes Foto mit allen Preisträgern, die seit 2002 von der Dr. Dazert Stiftung ausgezeichnet wurden, darf an diesem Tag nicht fehlen. Kultur und Medien in der Region werden aber auch nach diesem Tag Franz Josef Dazerts Steckenpferde bleiben. Halbzeit. Im Sport ist da meistens noch alles offen. Kurz durchschnaufen und weiter geht es. Die Sportsender nutzen diese Verschnaufpause gern für erste Analysen. Es ist noch nichts endgültig und das Ergebnis kann in der zweiten Halbzeit noch gedreht werden. Das ist in der Politik natürlich anders. Was bislang geschah, bleibt. Selten werden Entscheidungen danach wieder umgekehrt.
Aber eine Analyse ist dennoch sinnvoll, gerade in Kempten. Dort ist nach der Amtszeit von Ulrich Netzer seit 2014 ein neuer Chef im Rathaus, Thomas Kiechle. Über zu wenig Arbeit konnte der sich in den ersten 3 Jahren nicht beschweren. Das jedenfalls sagt unsere Halbzeitanalyse. Er kam mit vielen Vorschusslorbeeren. Thomas Kiechle, Sohn des früheren Landwirtschaftsministers Ignaz Kiechle. Nach dem ist sogar eine Straße in Kempten benannt. Sohn Thomas studierte Lehramt und war bis zu seiner Wahl Lehrer an einer Kemptener Mittelschule. Bei seiner Wahl im Juli 2013 erhielt der CSU-Politiker satte 51% der Stimmen. So wurde aus dem Hauptschullehrer der neue Kemptener Oberbürgermeister. Das war vor allem, also eigentlich war es unglaublich spannend. Es waren viele, viele neue Eindrücke. Und ich habe Glück gehabt, das muss ich wirklich sagen. Ich habe viel Hilfe bekommen, auch durch meinen Vorgänger, Dr. Ulrich Netzer. Wir waren oft beieinander und er hat mich in die, ja, in die Materie eingewiesen, in die geheimen Dinge, die man nur von OB zu OB weitergibt. Und ansonsten habe ich natürlich auch ein funktionierendes Büro vorgefunden. Das hat mir die ersten Monate, wenn man so möchte, die ersten Jahre jetzt wirklich stark erleichtert. Doch viel Lehrzeit war nicht. Das große Loch musste noch immer gestopft werden. Die zukünftige Nutzung der Artilleriekaserne stand auf dem Plan. Oder die Geschichte mit den kostenfreien Parkplätzen in Kempten, die jetzt nicht mehr kostenfrei sind. Nicht alles Themen, mit denen man sich bei den Bürgern beliebt macht. Okay, ja, es gibt manche Sachen, könnte vielleicht eher noch mal ein bisschen schneller sein oder ja, aber im Endeffekt kann man sagen, ist okay. Was würden Sie denn für eine Schulnote geben bislang? Ich würde einen 2er geben. Als ehemaligen Lehrer würde ich sagen, kriegt er einen 2er von mir. Und wie sieht der Rathauschef seine Leistung in der ersten Halbzeit? Zeit für unsere Rubrik 3 Fragen an. Thomas Kiechle, Oberbürgermeister der Stadt Kempten. Welche Themen haben Sie in diesen ersten 3 Jahren am meisten beschäftigt? Also im Grunde könnte man ganze Litanei jetzt vortragen. Es ist ja wirklich so, vom ersten Amtstag an hat man die Verantwortung und dann gibt es auch keine Schonfrist im eigentlichen Sinne mehr. Es waren ja 2 Themen, die mich intensiv begleitet haben, noch aus der Zeit zuvor. Das war der Standort für den Rettungshubschrauber Christoph 17. Hier haben wir jetzt Gott sei Dank eine gute und dauerhafte Lösung gefunden in Durach. Und das zweite war, das wissen Sie auswendig, das große Loch. Und auch hier zeichnet sich jetzt eine gute Lösung ab. Ich gehe davon aus, dass das Insolvenzverfahren jetzt heuer noch im Herbst einen Abschluss finden wird. Wir haben einen Schwerpunkt gelegt, einen großen Schwerpunkt im Bereich des Wohnungsbaus. Wir werden eine neue Dreifachturnhalle bekommen. Wir werden bauen ein neues Kempten-Museum im Zumsteinhaus. Wir haben ein neues Depot, das wir bauen werden. Und den Stadtpark gestalten wir jetzt um. Das sind so Leuchtturmprojekte oder eben große Projekte, neben all den Themen, die so der Alltag natürlich auch mit sich bringt. Die Meinungen über Ihre Entscheidungen gehen in der Bevölkerung auseinander. Wie nehmen Sie die Stimmen wahr und wie gehen Sie damit um? Ja, also ich kriege sie ganz direkt mit. Das ist das Schöne beim Amt eines Kommunalpolitikers, eines Oberbürgermeisters. Der braucht ja bloß aus dem Rathaus rausgehen und woanders hinlaufen und schon ist er mitten unter den Leuten. Näher kann man eigentlich Politik nicht machen. Deshalb weiß ich ganz genau, was die Menschen bewegt und wie sie die Dinge auch bewerten und sehen. Also da gibt es keine Distanzen, wenn man so möchte. Ich glaube, ich habe so den Eindruck, die Menschen wollen, dass was vorwärts geht, dass man Projekte umsetzt, aber dass es auch erfolgreich geschieht und vor allem nachhaltig geschieht, das braucht sehr, sehr viel Vorarbeit, viel Gehirnschmalz, wenn man so will, sehr viele Gespräche und Konsensfindungen auf politischer Ebene, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch mit der Verwaltung. Und das macht das Ganze natürlich dann zu einem sehr spannenden, Job, wenn man so möchte. Was wollen Sie bis zum Ende der Amtsperiode am 30. April 2020 vollendet und was noch in die Wege gebracht haben?
Der Bezug zu den Unternehmen und der Austausch zu den Unternehmen, das ist für mich schon ein wichtiger Aspekt, den ich natürlich weiter im Auge behalten werde. Und die großen Projekte, die wir auch als Infrastruktur begleiten, ich denke an den Ausbau der B12, vierspurig, an den Allgäu Airport, auch unser Engagement der Stadt Kempten und anderer Allgäuer Kommunen trägt ja da zur Voraussetzung des Umbaus, der Erweiterung des Flughafens bei. Und das sind so die großen wirtschaftlichen Aspekte und Themen und dann natürlich die städtischen Finanzen, die die Voraussetzung für jede Gestaltungsmöglichkeit letztlich erst liefern. Und dann habe ich alle Hände voll zu tun. Und wir insgesamt natürlich beim weiteren Umsetzen unserer Wohnbauprojekte. Wir bauen so viel wie die letzten 20, 25 Jahre nicht mehr. Es entstehen jetzt in den nächsten 2 Jahren eine Fülle von Wohnungen, Eigentumswohnungen, aber auch im Mietwohnungsbereich. Wir haben also hunderte von Wohneinheiten jetzt im Moment im Bau und kommen auch noch dazu. Also da haben wir alle Hände voll zu tun. Museen sind wie Kirchen Häuser mit offenen Türen. Reingehen strengstens erwünscht. Es gibt große und kleine Museen, manche stellen die Historie eines Ortes dar, andere haben sich einen Schwerpunkt gesetzt wie Naturkunde oder Autos. Es gibt Dauer- und Wechselausstellungen und es gibt geheime Räume, die der Museumsbesucher normalerweise nicht zu sehen bekommt. Normalerweise. Die MEWO-Kunsthalle in Memmingen hat eine Ausnahme gemacht und uns die Türen zum Depot geöffnet. Nein, Depot ist grundsätzlich erstmal dazu da, dass man natürlich Kunstwerke lagern kann. Also in unserem Fall sind das meistens jetzt hier Ölgemälde, die wir im Nachlass zum Beispiel von Josef Madlener bekommen haben. Und die müssen natürlich dann in gewissen Voraussetzungen aufbewahrt werden. Das heißt, sie müssen natürlich getrennt voneinander gehängt werden, dass es dass nicht an Reibung entsteht und dementsprechend irgendwie Farbe abplatzen könnte oder dergleichen. Dann muss in gewisser Weise die Temperatur sozusagen geregelt sein, also eine gewisse Kühle ist vonnöten und natürlich ganz klar müssen sie auch gesichert sein, das heißt also wir haben hier ein Alarmsystem und das ist dann immer scharf und dementsprechend ja, ist das natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt bei einem Depot. Für mich teile ich ihn immer in 3 Bereiche eigentlich ein. Das ist einmal Madlener, der Allgäuer Naturmaler. Das ist einmal Madlener, der eher so diese religiösen Themen sozusagen aufarbeitet. Und dann gibt es eben noch den sehr, fast esoterisch und ein bisschen, immer ein bisschen fast übers Ziel hinausschießenden Madlener, der tatsächlich einfach sehr frei und sehr wild, sehr farbenfroh gemalt hat und tatsächlich in manchen zumindest an psychedelische 60er-Jahre-Kunst irgendwie erinnert. Deswegen ist es ein bisschen ein Mysterium, aber das macht ihn natürlich auch so spannend für uns. Also wir haben durchaus noch einen sehr, sehr großen Anteil an Grafiken und ansonsten haben wir natürlich auch skulpturale Objekte, die wir im Haus haben und natürlich auch ganz klassisch irgendwelche Fotografien aus den Nachlässen oder irgendwie Briefwechsel oder dergleichen. Also da ist durchaus auch etwas irgendwie im Hause, obwohl das natürlich nicht als Kunsthaus sozusagen unser Schwerpunkt ist. Natürlich zeigen wir diese Kunstwerke im Depot auch. Allerdings haben wir Wechselausstellungen zumeist, die wir zeigen in unserer Kunsthalle. Das ist unser Hauptanliegen sozusagen. Aber wir freuen uns natürlich dann auch immer, wenn wir sozusagen unsere Schätze aus dem Depot holen können und die dann auch wieder zeigen können. Also ich kann da jetzt natürlich tatsächlich nur für mich sprechen und also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Caravaggio und also da mal irgendwie tatsächlich einen Caravaggio hier zu haben, irgendwie vielleicht irgendwie den Bacchus oder so hier im Hause und irgendwie der ja auch
Caravaggio als Maler hat sich immer so diese düsterne Stimmung sozusagen aufgebracht hat. Das kann man, glaube ich, im Depot auch ganz gut nachstellen. Also das wäre, glaube ich, dann schon mal ganz schön. Also mit Caravaggio hier allein im Depot, das wäre, glaube ich, mal eine schöne Sache. Ja. Nur mit dem Gewicht des eigenen Körpers trainieren, das klingt im ersten Moment vielleicht gar nicht so anstrengend, kann aber ganz schön schweißtreibend sein. Denn auch der eigene Körper wiegt etwas. Umso besser, wenn man statt in einer stickigen Halle draußen sein kann. Doch Fitnessparks an der frischen Luft, die speziell dafür geeignet sind, gibt es im Allgäu eigentlich fast gar nicht. Da dachten sich drei junge Männer aus Heimenkirch, das muss sich ändern. Und das hat es dann auch, wie Julia Stapel berichtet. Runter, 5, 6, 7. Draußen an der frischen Luft mit Freunden trainieren. Die Jungs und Mädels hier können sich nichts Schöneres vorstellen. Besonders an einem so sonnigen Tag wie heute freuen sie sich, dass sie endlich einen geeigneten Ort haben, um ihre Übungen zu machen. Doch diesen Outdoor-Trainingspark gibt es erst seit kurzem. Matthias Übelhör ist einer von drei Heimkirchnern, der sich für diesen Park stark gemacht hat. Also ein paar Kumpels haben in meinem Heimkirch hier trainiert, in privaten Gärten, an Klimmzugstangen und am Boden eigentlich. Und da ist das Ganze eigentlich entstanden. Da sind wir nach Lindau, nach Bregenz. Dort gibt es auch schon Fitnessparks, die so sind wie der hier. Und ja, dann ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir so einen selber hier in Heimkirch bauen könnten. Die Idee, einen Outdoor-Trainingspark in Heimkirch zu bauen, wurde auch direkt vom Bürgermeister Markus Reichert unterstützt. Also wir haben von der Gemeinde 6.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen und haben dann festgestellt, wo wir das Ganze durchkalkuliert haben, dass es uns nicht ganz reicht. Dadurch, dass wir auch nicht genau wussten, was sich für Kosten ergeben. Aber wir haben dann mit 12.000 Euro kalkuliert und sind dann durch einen Ort gegangen und haben die örtlichen Firmen nur um Spenden gebeten und haben da auch ziemlich gut die Zustimmung gefunden und sind dann auf unsere 12.000 Euro, die wir uns vorgestellt haben, gekommen. Und mit dem Geld sind wir auch gut hinkommen und haben eigentlich das Budget dann eingehalten. Ein geeigneter Platz war dafür gleich gefunden. Unterhalb eines Supermarktes in Heimenkirch ist ein in die Jahre gekommener Spielplatz gewesen. Da die kaputten Spielgeräte von Kindern eh nicht mehr genutzt wurden, konnte hier der Outdoor-Trainingspark entstehen. Wir haben das dann alles in Eigenregie, eigentlich mit Abstimmung mit der Gemeinde und örtlichen Firmen, die uns auch unterstützt haben, haben wir das aber hauptsächlich in Eigenregie durchgeführt. Und ja, natürlich haben unsere ganzen Kumpels nur geholfen. Ohne die wäre das Ganze auch nicht machbar gewesen eigentlich. Und nun wird hier mehrmals die Woche trainiert. Der Park ist für jeden zugänglich. Jede Altersgruppe kann hierher kommen. Vor einer Woche war eine Schulklasse von der Grundschule hier und vom Turnverein sind sie auch schon hier gewesen. Und ja, halt wir sind eigentlich auch immer da und auch junge Kinder. Also es ist für jede Altersgruppe was dabei. Ja, also es sind hauptsächlich Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Man kann von Klimmzügen über Liegestütz bis hin zu schwierigen Übungen. Eigentlich Dips, Muscle-Ups, also da sind keine Grenzen gesetzt. Man kann auch hin und her springen zwischen den Stangen. Ja, es ist halt ein Ausgleich zu der Arbeit und ja, man ist mit Freunden zusammen, macht was für die Gesundheit. Ist an der frischen Luft, das ist hier halt der Vorteil, wie wenn man in ein Fitnessstudio oder so geht. Da ist das natürlich hier halt an der frischen Luft super und halt auch ein toller Ausgleich. Also je nachdem, wie man Zeit findet, aber es zwei-, dreimal die Woche sind hier auf jeden Fall immer Trainings angesetzt, wo man abends mal ein paar Stunden zusammen trainiert. Und da ist auch egal, wie viele da sind oder wie fleißig man da ist. Der eine ist öfter da, der andere weniger. Und so ergibt sich dann eigentlich immer ein Training. Die Jungs und ihr Outdoor-Trainingspark sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich harte Arbeit manchmal eben doch auszahlt. Das Schöne am Allgäu ist, dass du direkt die Natur vor der Haustür hast. Du kannst hier in der Gegend so gut wie alles machen, egal ob in der Stadt oder im Wald, sogar in den Bergen. Und ich bin froh, dass ich hier leben darf.
Schatz! Mir von der Bäckerei Herle wend einfach mal einer einheimischen Dankeschön sagen. So. Du, gell, da darfst du noch mal kommen, da bringst du noch mal ein paar, gell? So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Tracht, stets das besondere Lebensgefühl. Waffenbeer, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Letztes Jahr drehte sich alles ums Bier. 500 Jahre Reinheitsgebot haben wir da gefeiert. Dieses Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Das hat auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Wären da nicht drei Bierbrauer aus Kempten? Die haben jetzt ein Starkbier, den Diakonator, für die Feierlichkeiten gebraut. Meine Kollegen Julia Becker und Peter Böhr waren beim Brauprozess dabei. So sieht es am Ende aus, das Starkbier für den Reformationstag. Doch bis so ein Bier fertig ist, braucht es Geduld. Viel Geduld. Ottmar Beitz hat das Bier zusammen mit seinen Kollegen gebraut. Los geht es mit dem sogenannten Maischen. Da wird Wasser auf rund 60 Grad erhitzt. Dann kommt Malz dazu. Also die 62 Grad, das ist jetzt diese Idealtemperatur für die Enzyme im Malz. Und dieses Malz ist eben schon vorgearbeitet in der Mälzerei. Da ist schon vorgelöst und die Stärke schon zu Zucker angelöst. Und jetzt brauche ich einen Rührer. Und jetzt kommt es ins Wasser. Den Zucker verarbeitet dann später die Hefe in Alkohol. Umso mehr Malz und damit Zucker, umso stärker wird das Bier. Auf 150 Liter Lutherbier kommen satte 35 Kilogramm Malz. Ein Starkbier also, das jetzt noch ein Wasser-Malz-Gemisch ist und erstmal noch 2 Stunden köcheln muss. In der Zeit muss gerührt werden. Gelegenheit für Ottmar Beitz, ein paar Sachen zur Geschichte des Bieres zu erzählen. Die Frauen haben früher Bier gebraut und viele Kräuter verwendet, wie sie es beim Kochen auch machen. Aber man hat auch viele schlechte Kräuter erwischt oft. Und darum hat man damals das Reinheitsgebot eigentlich in die Wege gebracht. Seitdem darf für die Bierherstellung nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser verwendet werden. Nach dem Maischen geht es weiter mit dem Filtern, dem sogenannten Läutern. Dafür muss die Maische in einen anderen Behälter. Das Filtern dauert dann auch noch mal rund 2 Stunden. Aber wie kam es eigentlich zu der Idee, für den Reformationstag ein Bier zu brauen? Indra Bayer-Müller, Geschäftsführerin der Diakonie Kempten, klärt auf. Die Idee ist ja schon sehr alt und wir haben uns jetzt entschlossen, zu 500 Jahren Reformation tatsächlich dieses Projekt jetzt in Angriff zu nehmen und Bier zu brauen. Und nachdem wir in unserem Hause jetzt 3 Bierbrauer haben, die umgeschult haben auf Sozialpädagogik, haben wir uns entschlossen, dass wir das jetzt tun, haben dieses Bier gebraut an einem schönen Samstag und haben jetzt gesagt, wir schenken es aus zur Reformation. Außerdem liegt der Reformationstag genau in der Jahreszeit fürs Bierbrauen. Es war früher schon so, dass man erst im September wieder anfangen konnte mit Bierbrauen, weil im Sommer gab es keine Kühlmöglichkeit. Und am 21. September, die Nacht des Bieres, da hat man zum ersten Mal wieder Bier gebraut. Und dann konnte man das Bier auch kühlen. Und
dann hat man im Winter praktisch über das Bier gebraut und dann auch ganz gerne stärker gemacht, damit es im Sommer dann auch noch hält, nicht so schnell kaputt geht. Aber zurück zum Reformationsbier. Nach den 2 Stunden Warten kommt die sogenannte Würze dann wieder in den anderen Kessel. Da wird sie dann nochmal aufgekocht. Beim Würzekochen kommt der Hopfen dazu. Das Würzekochen hat 2 Gründe. Zum einen dampft das überschüssige Wasser ein und alle Bakterien, die vielleicht sonst irgendwie auf den Rohstoffen drauf waren, werden durchs Kochen abgetötet. Und das zweite ist, dass der Hopfen seine Bitterstoffe ans Bier abgibt. Dann heißt es warten, warten, warten. Ganze 3 Wochen muss das Ganze nämlich mindestens noch gären. Erst dann darf sich die Würze Bier nennen und erst dann schmeckt das so richtig gut. Was braucht man, um bei einer Katastrophenschutzorganisation mitzumachen? Klar, erst einmal Motivation, dann Zeit und, wenn es um das THW geht, das Technische Hilfswerk, auch ein Interesse an eben Technik. All das und noch viel mehr hat jedenfalls der Nachwuchs des THW Sonthofen. Und das haben sie gerade erst mit ihrem Sieg beim Bezirksjugendwettkampf bewiesen. Meine Kollegin Katharina Brügel war dort und hat sich zeigen lassen, was zu so einem Wettkampf gehört und was ein richtiger THWler alles können muss. Beschäftigte Menschen in Uniform, wohin man sieht. Es wird gesägt, gehebelt und verbunden. Und das alles unter höchster Konzentration. Schließlich will hier jede Gruppe als Sieger hervorgehen. Der Bezirksjugendwettbewerb des Technischen Hilfswerks ist das alljährige Highlight für den THW-Nachwuchs. Wer hier gewinnt, darf weiter auf den Landesentscheid fahren. Dafür wird den Kindern und Jugendlichen, die alle zwischen 10 und 17 Jahren sind, einiges abverlangt. Ja, eigentlich, was so alles zum THW gehört. Teambuilding, Kommunikation, Kameradschaft, blindes Vertrauen unter den Helfern und Jugendlichen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Eigenschaften. Das klingt nach einer Menge. 12 Aufgaben müssen die Jugendlichen bei dem Wettbewerb insgesamt bewältigen. Manche nacheinander, viele aber parallel. Da ist Kommunikation und Zusammenarbeit gefragt. Doch während es für den Nachwuchs hier um viel geht, schnuppere ich mal in die Tätigkeiten eines THWler rein. Ah, warte, ich helfe dir. Hallo Jan. Hi. Du bist heute mein Begleiter durch den Parcours, sag Jawohl. Ich mal. Und das hier ist ja bei euch auch schon die erste Aufgabe eigentlich, wie man richtig aussteigt. Genau, ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Also, du drehst dich quasi mit dem Hintern zur Kamera, hält sich an den Griffen fest und eine Stufe nach der anderen, bis du wirklich unten bist. Schön okay. entspannt. Ja. Bin ich schon unten? Ja. Süße. Ach. Ist doch gar nicht so hoch, wie er ausschaut. Hallo. Hi. Schön, dass du das heute mit mir machst. Gerne, immer wieder. Super, womit legen wir los? Wir legen los mit der Arbeitssicherheit. Das heißt, du brauchst natürlich noch einen Helm. Ja? Natürlich. Dadurch, dass wir hier mit großen, sperrigen Gütern arbeiten und Aha. natürlich auch mit gefährlichen Sachen teilweise, was immer so klingt, brauchen wir den Helm. Ja? Gut. Also, dann haben wir deinen Helm, ich habe hier meinen Helm. Helm, okay. Dann geht es auch schon los. Denn wie der Name schon sagt, sollte man sich beim Technischen Hilfswerk ein wenig mit Technik auskennen. Das tue ich nicht wirklich, aber deshalb steht mir ja auch Jan zur Seite. Eine meiner heutigen Aufgaben ist es, eine Palette mit einem Hebekissen anzuheben. Okay. Diese Ladung scheint also so schwer zu sein, dass wir es nicht mit der Hand schaffen. Jawohl. Wie viel können diese Hebekissen Ja, heben? Das kleine, ja, also wir nehmen auch nur das kleine handliche jetzt in dem Beispiel, hat 20 Tonnen. Ja, das heißt, wir können 20 Tonnen. Darf ich es einmal hochheben? Aber das natürlich. Das kann 20 Tonnen heben. Das kann 20 Tonnen heben, wow. ja. Okay, das ist auch ganz schön schwer. Gut. Also Valerian. Gelber Schlauch vor. Ist das zu doll? Zeigen wir dir gleich. Ist es zu wenig? Was nee, passiert hinter super. Mir? Super, es ist super. Was das THW sonst noch für Aufgaben für mich hat, das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Lindau ist ein Ausflugsziel. Die meisten Allgäuer waren schon mal dort, sind an der Hafenpromenade spazieren gegangen und der ein oder andere hat bestimmt ein Foto der berühmten Hafeneinfahrt mit dem Löwen gemacht.
Lindau ist seit langem aber auch ein Touristenmagnet. Aber wie war es dieses Jahr? Wie der Lindauer Tourismus in diesem Sommer abgeschnitten hat, weiß Svenja Ganser. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Touristen und Einheimische schlendern an der Hafenpromenade entlang, knipsen Fotos oder genießen die Sonne bei einer Tasse Kaffee. Auch wenn es auf diesen Bildern nicht so aussieht, der Sommer ist vorbei. Und das heißt, es ist Zeit für die Lindauer Tourismusbranche, eine erste Bilanz zu ziehen. Also was wir bisher von den Gesprächen so erfahren haben und insbesondere auch von unserer Touristinformation, ist es so, dass es wirklich nach einem sehr, sehr guten Sommer aussieht und wir sehr zufrieden sind. Der hat gut begonnen, und zwar weil direkt zu Pfingsten schon wunderbares Wetter war und dann waren viele Tagesgäste hier und eine tolle Stimmung. Und die Hochmonate waren Juli und August, ganz eindeutig. Also wir vermuten sogar, dass es mehr ist noch als im letzten Jahr und dass wir da den Rekord sogar noch mal leicht knacken. Davon kamen laut Magdalena Konnert viele der Besucher aus der Region. Aber auch aus den großen Städten wie München, Stuttgart und Zürich wurden viele Ausflüge nach Lindau unternommen. Der Großteil unserer Gäste hier, also die übernachten, sind schon Deutsche, gefolgt von den Schweizern und dann Niederländer und Österreicher in der Regel. Und 20% kommen aus anderen Ländern. Das sind dann vor allem aus Großbritannien Gäste da, beziehungsweise auch Italiener mögen unsere Stadt sehr, sehr gerne. Egal, wo die Besucher herkamen, um durch Lindau zu fahren oder auch auf die Insel zu kommen, mussten sie an ihnen vorbei, den Baustellen. Ob an der Inselhalle oder im Langen Weg, an vielen Stellen wurde und wird in diesem Jahr gebaut. Und das hat wiederum Auswirkungen auf den Verkehr. Doch hat das auch den Tourismus beeinflusst? Das ist jetzt so schwierig zu sagen. Wir vermuten jetzt nicht, dass es touristisch gesehen unbedingt Auswirkungen hatte, wenn es jetzt eigentlich nur eine eigene Einschätzung eher für die Tagesgäste, die einfach aus der Region kommen und mal nach Lindau fahren. Was wir aber gehört haben, ist, dass es auf jeden Fall im Juli mit der Eröffnung vom Parkhaus an der Inselhalle zu einer großen Entlastung geführt hat. Und dann, ja, es gibt manche Einzelhändler, die davon im Anstieg berichten. Doch was lockt die Touristen nach Lindau? Es ist für uns sehr attraktiv. Wir können hier wunderschön spazieren gehen. Weil es einfach schön hier ist. Jetzt kommen wir aus Oberreitnau. Wir wohnen oben am Muttelsee, weil es sagt Ihnen gar nichts. Oberreitnau, ne? Da wohnen wir, ne? Und fahren dann mit den Rädern. Aber Lindau ist für uns immer sehr, sehr schön. Ja gut, hauptsächlich auch wegen Bodensee, wegen dem schönen Wetter. Aber wir waren schon einmal hier, so vor 8 Jahren, so für 2-3 Tage. Da haben wir gesagt, irgendwann müssen wir noch mal kommen. Ja, also ich bin von Lindau. Ich wohne zwar nicht mehr hier, aber ich komme jeden Tag gern daher. Kein Problem. Soweit die Sommerbilanz des Lindauer Tourismus. Aber rund um den Bodensee werden noch mehr Sommerbilanzen gezogen. Wie ging es zum Beispiel den Bodenseefischern in den vergangenen Monaten? Was beschäftigte die Seemeisterstelle in diesem Sommer? Antworten auf diese Fragen sehen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Landkreismagazins vom Westallgäu bis zum Bodensee. Vorstellungsgespräche, da haben Sie bestimmt auch schon ein paar Mal mitgemacht und wahrscheinlich waren noch ein paar davon nicht erfolgreich. Woran das lag, ist in den meisten Fällen schwer zu sagen. Vielleicht waren Sie nicht der Richtige für die Firma oder vielleicht waren es auch Faktoren, die Ihnen gar nicht bewusst sind oder waren. Zum Beispiel Ihre Körpersprache. Was die so verrät und wie wichtig die gerade bei Vorstellungsgesprächen ist, dazu bietet die Agentur für Arbeit Coachings an. Meine Kollegen Julia Becker und Matthew Genet Schön waren vor Ort und die Kollegin Becker hat so ein Coaching ausprobiert. Ich stehe hier vor dem Berufsinformationszentrum in Kempten. Hier findet heute ein Vortrag zum Thema Vorstellungsgespräch und insbesondere zum Thema Körpersprache statt. Ich treffe mich jetzt gleich mit Simone Oswald, die Trainerin und Expertin auf dem Gebiet, und ich schaue mal, ob sie mir vielleicht ein bisschen was zeigen kann. Eigentlich berät Simone Oswald hauptberuflich Unternehmen. Heute geht es aber um Vorstellungsgespräche. Und da sind ihre Klienten vorwiegend Jugendliche, die mithilfe der Agentur für Arbeit auf Jobsuche sind.
Und heute darf auch ich mal testen, wie sicher ich bei Vorstellungsgesprächen bin. Hallo, Julia Becker von Allgäu TV. Wir machen das jetzt mal so, als wären wir im Bewerbungsgespräch. Okay. Ich bin gerade angekommen. Wie wird es jetzt weitergehen? Jetzt würde ich Ihnen was zu trinken anbieten. Mögen Sie was trinken, Frau Becker? Mir geht's gerade ganz gut, muss ich sagen. Ich brauche gerade nichts. Okay. Und schon haben wir den ersten Punkt. Oh, okay. Ja, also ich würde, also es ist jetzt kein Muss, aber ich würde kein Gespräch mit einem Nein beginnen. Okay. Also es ist freundlicher und es geht ja eigentlich nur darum, dass Sie sich wohlfühlen. Okay, also ich nehme lieber das Wasser, dann nehme ich das Wasser natürlich dankend an. Ja. Es gibt noch einen kleinen Trick dabei. Sie müssen das gar nicht nehmen. Aber wenn nachher Fragen kommen, wo Sie nicht wissen, wie, können Sie... Ach, dann kann ich schummeln, dann kann ich sagen, ja. Kurz denken. Das ist natürlich, das ist... Kleiner Trick. Ein kleiner Trick. Und wie wichtig die Körpersprache im Vergleich zu dem ist, was man erzählt, das zeigt mir Simone Oswald in einer weiteren Situation. Okay, es geht ja um die Wirkung von Körpersprache. Mhm. Und... Machen Sie mal die Hände rechts und links, lassen Sie mal neben sich hängen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, machen Sie doch bitte mal die Arme in die Horizontale. Was machen Sie? Klar, ist das die Horizontale? Wo ist der Horizont? Ach so. Ach so, genau, da. Das heißt, wir denken gar nicht, sondern wir folgen dem, was der andere uns zeigt. Das ist so ähnlich, wenn Sie in einen Laden kommen und jemand sagt, Sie fragen nach irgendwie in einem Regal und der sagt, gehen Sie da vorne bitte nach rechts. Was glauben Sie, wo Sie hingehen? Nach links, von Ihnen aus gesehen. Ja, ja? Stimmt. Ganz klar. Weil Sie dem Körper folgen, aber nicht hören, was derjenige sagt. Der Text macht so viel aus im Verhältnis zu der Wirkung der Körpersprache. Das heißt aber natürlich nicht, dass es total egal ist, was man im Vorstellungsgespräch sagt. Gut vorbereitet zu sein, ist das A und O. Da kommt man auch mit guter Körpersprache nicht drumrum. Also am besten entspannt und locker in das Gespräch gehen, natürlich gut vorbereitet. Und dann kann eigentlich auch gar nichts mehr schiefgehen. Der Amtsschimmel ist ein Synonym für überbordene Bürokratie. Genau wie der Passierschein A38 aus dem Haus, das Verrückte macht. Den kennen Sie vielleicht aus dem Asterix-Heft. Formulare ausfüllen, um Anträge zu stellen und noch mehr Formulare ausfüllen, das kennen Sie wahrscheinlich aus dem echten Leben. Seit Februar hat Bayern einen eigenen Beauftragten für Bürokratieabbau, den CSU-Abgeordneten Walter Nussel. Der war in Memmingen zu Gast, um sich gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Holecek einen Überblick über die Bürokratieprobleme in der Region zu verschaffen. In unserer Rubrik Drei Fragen an haben wir beide über ihr Vorhaben, Bürokratie sinnvoll abzubauen, befragt. Walter Nussel und Klaus Holecek sind sich einig. Der Bürokratieaufwand in Bayern und auch im Allgäu ist einfach zu hoch. Denn eigentlich sollten Gesetze, Verordnungen und Paragraphen ja zum Positiven beitragen, also zum Beispiel für Sicherheit, Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung sorgen. Aber für viele Bürger, Vereine oder auch Firmen birgt zu viel Bürokratie erhebliche Probleme. Diese können sogar dazu führen, dass beispielsweise Gaststätten schließen müssen oder Veranstaltungen nicht stattfinden können. Drei Fragen an Walter Nussel, Landesbeauftragter für Bürokratieabbau, und Klaus Holecek, bayerischer Landtagsabgeordneter. Herr Nussel, Sie sind der Beauftragte für Bürokratieabbau der bayerischen Staatsregierung. In welchen Bereichen soll sich das derzeitige Bürokratieaufkommen grundsätzlich ändern? Also der Ursprung war ja, dass der Ministerpräsident in einem persönlichen Gespräch, wo wir geführt hatten, gesagt hat, da müssen wir jetzt, er hat es erkannt, wir müssen da jetzt massiv heran was machen. Und eigentlich war es mehr im baulichen Landwirtschaft, Naturschutz, aber mittlerweile, ich mache das jetzt seit 14. Februar diesen Jahres, jeder Lebensbereich ist betroffen. Also es ist ausnahmslos, ist von der Pflege über das Handwerk, über die Infrastrukturmaßnahmen, über den Mittelstand, über die Verwaltung. Also es ist eigentlich Ehrenamt auch ein großes Thema. Es ist eigentlich jeder Bereich betroffen. Herr Holecek, Sie beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Entbürokratisierung. In welchen Bereichen behindert zu viel Bürokratie die Bürger, speziell hier in der Region?
Also es gibt oft Themen vom Brandschutz angefangen bis zu Vorschriften im Ehrenamt, Abwicklung von Veranstaltungen. Es gibt so viele Themen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir administrieren uns manchmal zu Tode und man muss auch mal wieder schauen, wie wir das Ermessen ausüben im positiven Sinne. Deswegen habe ich auch einen Antrag im Memminger Stadtrat eingebracht, dass sich der Stadtrat auch mal mit dem Thema beschäftigt. Und von daher ist es ein Impuls, das ist ein ganz dickes Brett, das Thema Entbürokratisierung. Aber ich freue mich, dass wir heute mit Walter Nussel hier wieder einen Auftakt machen können. Herr Nussel, was sind Ihre Ziele des geplanten Bürokratieabbaus? Also mein Ziel ist jetzt erst einmal, darum mache ich diese Runde Regionalkonferenzen, darum bin ich jetzt heute auch hier in Memmingen, im Schwaben, dass ich sage, ich will mal das aufnehmen direkt mit den Bürgern, dass ich mal sage, wo sind da in den Regionen bezogen Probleme und daraus versuche ich dann Lösungen zu generieren, die ich dann dem Ministerrat vorlege und auch dem Landtag, damit wir dann darauf reagieren können. Allgäu ist einer der schönsten Orte der Welt und absoluten Platz, um sich richtig wohl zu fühlen. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit. Ich will Nachrichten, die wirklich wichtig sind. Egal, wo sie stehen. Weil das Lesestoff ist, der mich mitreden lässt. Jedes Wort wert. Die Allgäuer Zeitung. Mein Allgäu. Meine Heimat. Meine Zeitung. Küchenmeier. Die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen. Innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Haus und Grund Kempten, der Verein für Vermieter und Eigentümer in Kempten und Umgebung. Unabhängige Beratung zu Mietverträgen, Mieterauswahl, Betriebskostenabrechnungen, Rechtsfragen und allgemeine Steuerinfos. Wir beraten Sie kompetent und schützen Ihr Eigentum. Haus und Grund Kempten. Besuchen Sie die Herbstmesse bei Möbel und Küchen Böck in Kempten-St. Mang. Sie erhalten 15% Rabatt auf fast alle Artikel. Verpassen Sie auch nicht den verkaufsoffenen Sonntag am 22. Oktober von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Möbel und Küchen Böck in Kempten-St. Mang. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Momentan werden wir vom Wetter ja noch richtig verwöhnt. Es ist warm und sonnig, aber wir befinden uns schon mitten im Herbst. Ab jetzt werden die Tage kürzer und das heißt, es wird früher dunkel. Und das ist traditionell die Zeit, in der laut Statistik die Zahl der Einbrüche steigt. Der Grund liegt auf der Hand: Einbrecher können einfach schlechter gesehen und entdeckt werden. Statistik hin oder her, wie ist es denn mit Ihrem Gefühl? Wir haben in Memmingen nachgefragt, wie groß die Angst vor Einbrüchen ist. Es gibt bei der Polizei jetzt eine Soko für Einbrüche. Okay. Haben Sie Angst vor Einbrüchen? Nachdem man so viel hört, natürlich. Tannheim bei uns, also da wo wir wohnen, war vor 2 Jahren Herbstzeit regelmäßig, auch um die Tageszeit. Ja. Und da man im Haus wohnt, hat man natürlich Angst davor. Angst vor Einbrüchen. Passieren kann es immer wieder, weil wir haben immer die Kriminalität stärkt, wird immer stärker. Das Problem ist ganz einfach, in Gesamtdeutschland gesehen jetzt, dass die Polizisten immer weniger werden, weil überall soll gespart werden, die kommen ihren eigentlichen Pflichten nicht nach. Wenn mehr Präsenz der Polizei wäre, wären auch weniger Einbrüche. Ich bin da relativ optimistisch und sage, meist trifft mal den einen, mal den anderen. Wir wohnen nicht in der Stadt, wir wohnen außerhalb, da wird auch viel einbrochen. Gerade wenn die Leute beim Arbeiten sind, teilweise mitten am Tag.
wird bei uns im Ort schon, aber mich selber, ich lasse das an mir abprallen sozusagen. Wenn es denn so ist, dann ist es so, aber ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich denke nicht dran, also noch habe ich keine Angst. Es ist mir noch nie passiert, seit 30 Jahren ungefähr. Direkt nicht, aber man muss schon selber Vorsorge treffen und nicht sich bloß auf die Polizei verlassen, weil die kommt, wenn eingebrochen ist. Ja, eigentlich relativ gelassene Stimmen in der Memminger Fußgängerzone. Doch zugegeben, ein bisschen schwirren die steigenden Einbruchszahlen doch in unseren Köpfen herum. Immerhin gab es in unserer Region letztes Jahr 25% mehr Einbrüche als noch 2015. Eine beunruhigende Zahl, die auch das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest sehr beschäftigt. Abhilfe muss also her, um wenigstens die Aufklärungsquote zu steigern. Und diese wurde heute in Form der Soko-Wohnungseinbruch vorgestellt. 503 Einbrüche allein im vergangenen Jahr machten der Polizei Schwaben-Südwest zu schaffen. Zwar wurden mehrere Fälle aufgeklärt, jedoch kam es auch zu mehreren Einbrüchen im Vergleich zum Vorjahr. Und in diesem Jahr bis jetzt keine Besserung zu 2016. Eine Tatsache, die sich ändern muss. Viele Aktionen der Polizei halfen bereits bei der Aufklärung der Fälle, doch auf die Anzahl der Delikte selbst hatte das bisher keinen Einfluss. So entstand die Sonderkommission Wohnungseinbruch, deren Arbeit heute in Memmingen vorgestellt wurde. Wir haben erfahrene Kollegen von der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei zusammengefasst in Ermittlungsgruppen. Die sind in Neu-Ulm, Memmingen und Kempten stationiert. Die sind von jeglicher anderen Sachbearbeitung freigestellt und kümmert sich ausschließlich um die Sachbearbeitung im Bereich Wohnungseinbruch. In dieser SOKO sind aber unsere Ermittler vernetzt mit Kollegen aus dem Bereich Bandenkriminalität, organisierter Kriminalität, aus dem Bereich Fahndung, aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und ganz wichtig aus dem Bereich Lageauswertung. Aus 25 festen Mitarbeitern besteht die SOKO Wohnungseinbruch. Mit der zusätzlichen Vernetzung zu den angesprochenen Stellen im Bereich Schwaben-Südwest hofft und erwartet Michael Keck, dass die Zahl an Delikten gesenkt wird. Denn jeder Einbruch sei ein Eingriff in die Privatsphäre und belaste das Sicherheitsempfinden der Opfer, gar der ganzen Bevölkerung. Für die Polizei habe die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen daher höchste Priorität. Werner Strößner, Polizeipräsident Schwaben-Südwest. Wie können Sie die hohe Anzahl an Einbrüchen im Gebiet Schwaben-Südwest erklären? Also die Erklärungen sind natürlich vielseitig. Ein Grund ist sicherlich die Nähe zu den Autobahnen. Unser Polizeipräsidium Schwaben-Südwest wird von drei Autobahnen durchquert. Einmal die A8 im Norden, die A7 von Nord nach Süd und natürlich die A96 in der Mitte. Das sind gerade für Täter interessante Autobahnen, wo sie die Möglichkeit haben, schnell sich wieder zu entfernen, wenn sie entweder entdeckt werden oder wenn die Polizei kommt. Im Herbst und Winter steigt die Anzahl an Einbrüchen tendenziell. Wie kann man sich davor schützen? 2/3 der Wohnungseinbrüche passieren in der Zeit 1. Oktober bis Ende März, also sprich die sogenannte dunkle Jahreszeit. Diese Zeit wird von den Tätern gern genutzt, um unentdeckt zu bleiben. Sie haben einfach länger Zeit, in der Dunkelheit zu agieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, gegen 16, 17 Uhr festzustellen, ist in dem Haus jemand, ist hier ein Licht an, und das wird entsprechend ausgenutzt, deswegen die hohen Zahlen. Schützen kann man sich in der Form sowohl im Bereich der verhaltensorientierten Prävention als auch der technischen Prävention. Als Beispiel darf hier erwähnt werden, dass Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer die Fenster schließen, nicht gekippt lassen. Ein gekipptes Fenster ist für einen Täter ein offenes Fenster, dass Sie die Haustür nicht nur zuziehen, sondern mindestens einmal den Schlüssel rumdrehen, den Haustürschlüssel auch nicht, weil die Kinder von der Schule kommen, vor der Tür liegen lassen. Das sind alles so ganz kleine Punkte, kleine Tipps, die dazu beitragen, dass den Tätern zu erschweren, ins Objekt zu kommen. Im Bereich der Technik gibt es sehr viele Möglichkeiten, sei es jetzt entsprechende Fenstergriffe, sei es entsprechende Verzapfungen an den Schließungen, aber auch entsprechende sichere Schlösser. Wie kann jeder von uns helfen, einen Einbruch zu verhindern? Ja, auch wenn die Polizeiarbeit noch so gut ist, wir sind
immer auf die Mitwirkung und die Mitarbeiterbevölkerung angewiesen. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass von Seiten der Bevölkerung jede verdächtige Wahrnehmung, jeder Hinweis, der Ihnen als Bevölkerung seltsam vorkommt, der Polizei mitgeteilt wird. Deswegen fahren wir eine sehr große Kampagne, bewerben die 110 und bitten hier die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmung gerade, aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch, Diebstahl der Polizei zu melden. Sie haben doch bestimmt schon mal Ihren Geldbeutel oder Ihr Handy irgendwo liegen lassen. Im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim Arzt. Auch Schlüssel kann man mal liegen lassen oder auch, und das ist wahrscheinlich der Klassiker, den Regenschirm. Wenn Sie Glück haben, landen all diese Sachen im Fundbüro. Aber haben Sie schon mal irgendwo ein Fahrrad vergessen? Das passiert scheinbar öfter, als man so denkt, und die landen auch im Fundbüro. Julia Becker und Peter Böhr über Herren- und damenlose Fahrräder und was mit ihnen passiert, wenn das Fundbüro voll ist. Kinderfahrrad für Nachwuchs für 1 €. Wer zahlt mir 1 € ist geboten, 1 €, 2 €. 2 € sind geboten. 2 zum Ersten, 2. Die Fundradversteigerung in Kempten. 27 Räder kommen heute unter den Hammer. Doch bevor es zur eigentlichen Versteigerung kommt, dürfen sich die Interessenten die Fahrräder erst einmal anschauen und sogar ausprobieren. 15 Minuten haben sie dafür vor der Versteigerung Zeit. Und die werden auch genutzt. Also optisch schauen sie die Fahrräder an. Man muss ganz ehrlich sagen, wir übernehmen keine Garantie. Das wird später vom Versteigerer im Protokoll auch noch vorgelesen, dass im Grunde genommen gekauft wie gesehen ist. Die Stadt übernimmt keine Gewähr für irgendwelche Mängel. Es sind und bleiben Fundfahrräder, die auch ein halbes Jahr in Verwahrung hier stehen. Die Räder, die versteigert werden, wurden vorher ein halbes Jahr aufbewahrt. Früher dürfen sie nicht rausgegeben werden. Der Besitzer soll ja genug Zeit haben, sein Rad abzuholen. Tut er es nicht, freuen sich andere. Sie hoffen bei der Kemptner Fahrradversteigerung auf ein Schnäppchen. Und viele von ihnen kommen nicht zum ersten Mal. Waren Sie denn schon häufiger hier bei der Fahrradversteigerung? Ja. Warum kommen Sie denn immer wieder? Ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen. Und ich brauche für meine Arbeit billige Räder für das Budget. Und so habe ich als Stadtmitarbeiter, bin ich informiert, wann welche Steigerungen sind und versuche, ob das für mein Klientel passt. Von 1 bis zu 30 Euro. Hier ist alles mit dabei. Und sogar ein E-Bike wird versteigert. Die Kunden sind zufrieden. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausbeute? Ich bin zufrieden, weil wir im Vorfeld ausgemacht haben, dass wir bis 50 Euro den Wert schätzen. Und für 32 Euro ist das ein Schnäppchen. Sie haben jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 5 Fahrräder ersteigert. Ja. So viele Kinder? Ja. Sie haben 5 Kinder? Fünf Kinder, ja. Und die werden heute Abend ganz glücklich sein? Ich hoffe mal, einer habe ich gerade angerufen. Kommt dann halt zum Helfen und schauen wir, vielleicht was gefällt. Wenn nicht gefällt, dann mal schauen. Vielleicht wieder verkaufen. 27 Räder waren es heute. Bis zu 50 sind es oft bei der Versteigerung im Frühjahr. Was aber passiert mit denen, die niemand haben möchte? Also sagen wir mal so, sie sind fast immer alle weg, außer sie sind in so einem schlechten Zustand, dass sie in die Mulde fliegen, wie wir so schön sagen. Also das ist die Schrottmulde und dann müssen sie auch wirklich weg. Es kommt am Ende der Versteigerung noch manchmal vor, dass jemand sagt, ach, jetzt nehme ich es für 1 € noch mit, wenn ich darf, und dann geben wir es noch mit. Aber in der Regel ist es dann übrig gebliebene Fahrer in einem sehr schlechten Zustand, dass wir sagen, ja, dann tun wir sie halt weg. In der Mulde finden heute diese 8 Räder ihre letzte Ruhe. Sie wollte leider keiner mehr haben. Damit haben sie ihren Dienst getan. Jede Woche eine neue Gemeinde. Meine Kollegen Jonas Strobel und Annika Swietel haben mal wieder einen Blick auf die Landkarte geworfen und sich auf die Suche nach einer kleinen Gemeinde gemacht. Die Wahl fiel dieses Mal auf Gestratz im Landkreis Lindau. Den Ausflug mit Kamera sehen Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Sendung Allgäu TV in. Und hier schon mal ein kleiner Eindruck. Bewaffnet mit Kamera, Mikrofon und Jonas mache ich mich auf den Weg ins Westallgäu. Gestratz heißt das heutige Ziel, eine kleine, aber feine Gemeinde in der Nähe von Oberstaufen. 1300 Einwohner wohnen hier circa und die sind verteilt auf den Hauptort und 35 kleine Weiler. Neben mir ist eine neue Gestratzerin.
Wie hat sie denn ins Allgäu verschlagen? Ja, gut, das war eigentlich eher eine berufliche Sache von meinem Mann. Wir kommen aus der Regensburger Ecke. Und wir haben rund um Ravensburg was gesucht und da hat es uns nicht gefallen. Wir wollten echt was Ländliches. Und ja, dann sind wir da reingefahren, haben gesagt, da ist es schön. Auf unserem weiteren Weg durch die Gemeinde treffen wir Gebhard Bauer. Er wohnt schon ein bisschen länger in Geestratz. Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier in die Schule gegangen und war dann eigentlich nur 3 Jahre weg, wo ich in der Lehre war. Ich habe in Memmingen meine Lehre gemacht. Und da habe ich auch in Memmingen gewohnt damals und seitdem, nach der Lehre bin ich wieder zurück und seitdem bin ich wohnhaft in Geestratz. Gebhard Bauer ist Kaminkehrer und als richtiges Urgestein natürlich auch im Gemeinderat. Er hat einen Faible für alte Häuser, weshalb er auch dieses hier zusammen mit seiner Frau gekauft und restauriert hat. Wenn alles gut läuft, können hier bald die Einheimischen Kaffee trinken und selbstgebackenen Kuchen essen. Der Grund, warum er alte Häuser so liebt, kommt übrigens von diesem Haus hier, das Heimathaus von Geestratz. Anfang 2000 war er hier bei den Restaurierungsarbeiten als Teil eines neu gegründeten Heimatvereins dabei und ist so auf den Geschmack gekommen. Und das ist es, das Heimathaus. Fertiggestellt wurde es 1755. Also das heißt, das Haus ist schon ziemlich alt. Seit 2003 ist es im Besitz der Gemeinde. Und der dann neu gegründete Heimatverein hat sich eben um die Restaurierung von diesem Gebäude gekümmert. Früher war das eine Schmiede, die Schmiede von Zwirkenberg, wie der Ortsteil hier heißt. Und man hat bei den Restaurierungen, die übrigens auch unter strengen Denkmalschutzauflagen stattgefunden haben, hat man einiges an altem Schmiedewerkzeug gefunden. Aber es kam auch ziemlich wertvolles Fachwerk zum Vorschein, was natürlich ziemlich interessant war, weil man damit auch gar nicht so gerechnet hat. Und wenn man sich hier das Heimathaus anschauen will, das kann man machen und zwar einmal im Monat und zwar in den Sommermonaten. Ja, wir sind die kleinste Gemeinde vom Landkreis Lindau, aber ich finde eine sehr schöne Gemeinde und eine lebenswerte Gemeinde. Wir haben ein sehr aktives Vereinsleben, ja, haben einen sehr engagierten, tüchtigen Bürgermeister. Und was dieser engagierte Bürgermeister so alles macht und wen wir sonst noch besuchen an unserem Tag in Geestratz, sehen Sie in der aktuellen Folge von Allgäu TV in. Ja, und das war die Woche bei Allgäu TV. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nächste Woche ist meine Kollegin Katharina Brügel für Sie da und führt die ganze nächste Woche durch die Sendung. Bei uns gibt es jetzt noch den monatlichen Gesundheitstipp. Dieses Mal geht es um Ernährungsmythen und ich glaube, da ist bestimmt für jeden von Ihnen was dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. An apple a day keeps the doctor away. Beim wöchentlichen Einkauf denken wir schon des Öfteren mal darüber nach, ob das denn auch alles so gesund ist, was im Einkaufskorb landet. Viele Tipps und Ratschläge zum gesunden Essen sind aber fragwürdig oder schlichtweg falsch, halten sich aber trotzdem hartnäckig in unseren Köpfen. Viele dieser überlieferten Weisheiten sind heute durch die moderne Wissenschaft schon lange widerlegt. Man kannte früher viele Zusammenhänge einfach noch gar nicht und die hygienischen Bedingungen bei der Lebensmittelproduktion, bei der Lagerung und bei der Verarbeitung, die waren einfach unzureichend. Einen großen Unterschied, ob gesund oder nicht, macht grundsätzlich die Zubereitung. Zum Beispiel die klassische Kartoffel. Sie kann sowohl gesund als auch ungesund sein. Die Kartoffel an sich ist definitiv kein Dickmacher. Als Pell- oder Salzkartoffel hat sie gerade mal 70 Kalorien pro 100 Gramm. Und üppig wird es erst dann, wenn ich durch die Zubereitung als Bratkartoffel oder Pommes eine Menge Fett dazugebe und da sind schnell mal 5-mal so viel Kalorien drin. Wenn es nach manchen Diätweisheiten geht, müssten wir uns minutengenau den Wecker stellen, um zu wissen, wann wir essen dürfen und wann nicht. Aber macht es Sinn, zum Beispiel nach 18 Uhr nichts mehr zu essen? Nach 18 Uhr nichts mehr essen und dadurch nehme ich nicht zu. Das klingt gut, ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen. Vielmehr weiß man, dass die Gesamtkalorienmenge über den Tag, die ich aufnehme, die ist entscheidend, was ich esse, wie viel ich esse. Und abhängig ist mein Kalorienbedarf davon, wie alt ich bin, von meinen Genen und ob ich mich viel bewege oder bloß rumsitze. Aha, also doch lieber auf sich selbst hören als auf ungewisse Diätversprechen. Kaufen Sie möglichst frische Lebensmittel und nicht die Fertigvariante.
Das kostet beim Kochen zwar etwas Zeit, aber ihre Gesundheit wird es ihnen danken.